Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem süßen Sorgenwürmchen als Engel. Ich habe es mit Baumwolle gehäkelt und mit einem Beilaufgarn in Silber. Beide Fäden gleichzeitig genommen, habe ich 37 Luftmaschen angeschlagen und diese mit einer Kettmasche zu einem Kreis geschlossen. Nun werden noch einmal 18 Luftmaschen gehäkelt. Und jetzt machen wir Stäbchen, und zwar in jede Masche kommen 3 Stäbchen hinein. Fortlaufend wiederholen, bis wir oben an unserer großen Schlaufe angekommen sind. In die letzte Masche machen wir noch eine Kettmasche, können die Fäden abschneiden und den Anfangs- wie den Endfaden miteinander verknoten und anschließend sauber vernähen oder verhäkeln. Jetzt sieht das Ganze noch ein wenig unordentlich aus und das Ganze wird jetzt einfach verdreht. Ich drehe es so, dass die rechte Hand nach außen geht und die linke Hand zu mir. Schön alles eindrehen, so bekommt das Würmchen seine schöne Form. Ich habe solche Holzkugeln, wo das Gesicht schon drauf gemalt ist. Da gehe ich von oben nach unten mit der Häkelnadel und ziehe die Schlaufe nach oben. Fest hochziehen. Dann können wir einen Knoten machen, der schön dicht an der Kugel sitzen soll. Und jetzt mache ich das einfach so, dass ich die Seiten extra lang ziehe, die Fäden quasi extra, die linke Seite wie auch die rechte Seite extra ziehen. So wird der Knoten richtig schön fest an der Kugel gemacht. So, der Körper des Würmchens ist jetzt fertig und nun geht es mit dem Flügel weiter. Wir machen insgesamt 14 Luftmaschen und häkeln 12 Stäbchen zurück. In die letzte Masche machen wir jetzt 7 weitere Stäbchen, sodass eine schöne Rundung entsteht. Die gerade Seite weiter in Stäbchen arbeiten und wenn wir oben angekommen sind bei der zweiten Rundung, können wir eine Kettmasche oben hinein machen, den Faden abschneiden, noch einmal eine weitere Kettmasche machen und den Faden sauber vernähen. Die Flügel werden jetzt in der Länge nach in der Mitte gefaltet und von hinten an den Körper des Sorgenwürmchens dran genäht. Einfach mit ein paar Stichen fest dran nähen und so bekommt das Engelchen auch seine Flügel. Die Vorderseite wird nun ein bisschen dekoriert. Dafür nehme ich solch ein silbernes Herz, klebe es vorne drauf und somit ist das hübsche Engelchen auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.